Das Wort hat die Bundesministerin des Auswärtigen, Annalena Baerbock. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, so hart und furchtbar die letzten 6 Monate waren, so stolz können wir, glaube ich, sein, nicht nur wie Menschen in der Ukraine auch unsere Friedensordnung verteidigt haben, stolz und dankbar, sondern auch wie unser Land, vor allen Dingen die Menschen in diesem Land zusammengestanden haben und ohne Wenn und Aber Solidarität für diejenigen gezeigt haben, die aus der Ukraine flüchten mussten. Dieser Zusammenhalt, diese Geschlossenheit, das war und ist unsere gemeinsame Stärke. Und ja, ich habe heute Morgen in der Debatte sehr genau zugehört. Da waren ja auch so ein paar Zwischentöne und manche haben es deutlich ausgesprochen. Tun wir genug und in jeder Minute für den Frieden diplomatisch zu kämpfen? Ja, wir probieren das jede Minute. Aber wir müssen gerade auch in Gedenken an Michail Gorbatschow uns vergegenwärtigen, dass wir nicht mit Michail Gorbatschow in dieser Situation verhandeln, sondern mit dem russischen Präsidenten. Und es geht in diesen Zeiten darum, Menschenleben zu retten. Es geht in diesen Zeiten nicht darum, ob die deutsche Außenministerin eine Headline hat, dass sie auch mal mit jemandem in Russland telefoniert hat. Und deswegen setzen wir all unsere diplomatische Kraft in diesen 6 Monaten da rein, Menschenleben zu retten. Hinter den Kulissen, über die Vereinten Nationen. Weil sie sind in diesen Zeiten der einzige Schlüssel, der überhaupt Millimeter von Frieden bewegen kann. Und daher unterstütze ich, unterstützt mein Team, unterstützt die deutsche Bundesregierung, der deutsche Bundeskanzler, vor allen Dingen die Organisationen, die überhaupt noch Zugang haben, das Internationale Komitee des Roten Kreuzes, um humanitäre Fluchtkorridore zu ermöglichen, die IAEO, um zu gewährleisten, dass es nicht noch eine Nuklearkatastrophe gibt. Das ist Diplomatie, die wirkt. Nicht schnelle große Schlagzeilen, sondern hinter den Kulissen zu arbeiten für die Menschen. Denn es geht allein um die Menschenleben, die hier gefährdet sind. Und daher bitte ich Sie, wir leben zum Glück in einem freien Land, wo jeder sagen kann, was er will, demonstrieren kann, für wen oder was oder gegen was er will. Aber lassen Sie uns es dem russischen Regime nicht so einfach machen, in diesen Momenten unsere größte Stärke anzugreifen. Und das ist unser Zusammenhalt. Das ist der Moment, in dem wir gemeinsam stehen. Und ich finde es wirklich mehr als zynisch, das hier, und das passiert ja nicht nur am heutigen Tag, sondern bei Social Media noch von einigen anderen Akteuren, die das nicht im Hohen Haus sagen, aber ganz, ganz schnell auf Facebook oder Twitter verbreiten. Menschen, die sich in Deutschland Sorgen darüber machen, wie sie ihre Strom- oder Gasrechnung bezahlen können. Gegen Menschen in Afrika auszuspielen, die nicht wissen, wie sie ihre Kinder in den nächsten Tagen versorgen können. Oder auch Gasrechnungen auszuspielen gegen ukrainische Mütter und Kinder, die jeden Tag nichts sehnlicher erhoffen, als endlich ihre Ehemänner wieder in die Arme zu schließen. Das halte ich wirklich gesagt für mehr als zynisch. Das ist keine Menschenrechtspolitik, sondern das ist Unterstützung für denjenigen, der hier nicht nur die Ukraine angreift, sondern die regelbasierte internationale Ordnung. Und wir müssen uns einfach vergegenwärtigen, dieser Krieg wird auf verschiedenen Ebenen gespielt. Nicht nur mit Waffen, nicht nur mit Gas und Öl, sondern auch mit Lügen und falschen Narrativen. Und ja, da werden Videos sinnentfremde zusammengeschnitten. Das gehört irgendwie zu unserem Job dazu, das aushalten zu können. Aber, und deswegen appelliere ich so eindringlich an alle, die an internationales Recht, die an die Stärke des Rechts und nicht das Recht des stärkeren Glaubens, fallen Sie darauf nicht rein, sondern werben Sie dafür, dass wir es gemeinsam erkennen. Weil heute trifft es jemanden von uns.
Und morgen trifft diese Propaganda andere, die schwächer sind als wir. Und wir haben das doch schon mal erlebt. Zu Zeiten, als viele Millionen Flüchtlinge nach Europa gekommen sind. Da sind ehrenamtliche Bürgermeister zurückgetreten, weil sie gesagt haben, wir können das nicht mehr ertragen. Das ist der Moment, wo wir gemeinsam zusammenstehen müssen. Und zwar ganz oben begonnen bei denjenigen hier im Parlament, die alle Mittel haben, die alle Kanäle haben, die alle Öffentlichkeit haben, dieser falschen Propaganda entgegenzutreten. Und das heißt eben nicht nur Fake News entgegenzutreten, sondern, und ja, das ist die Aufgabe der deutschen Bundesregierung, diejenigen, die sich zu Recht Sorgen machen, was passiert in diesem Winter, was passiert mit der Stromrechnung, wenn ich sie nicht bezahlen kann, denen zu helfen. Und das haben wir heute eindringlich diskutiert, zu helfen über ein soziales Entlastungspaket. Aber es heißt eben auch, dass wenn wir uns nicht spalten lassen, dieser Zusammenhalt nicht nur nach innen gilt, sondern vor allen Dingen nach außen gilt. Und deswegen wird es nicht reichen, wenn EU, NATO und G7 in den nächsten Monaten weiter so geschlossen zusammenstehen wie bisher, sondern es geht darum, dass die 141 Staaten, und ehrlich gesagt werden es mehr und nicht weniger, wenn wir hinter den Kulissen reden, dass die weiter zusammenstehen können. Und daher ist so wichtig, dass im Entlastungspaket mit der 1 Milliarde für globale Ernährung, aber erst recht in diesem Haushalt deutlich gemacht wird. Wir unterstützen jetzt erst recht, wo unsere europäische Friedensordnung angegriffen wird, jetzt erst recht unterstützen wir international diejenigen, die am meisten Unterstützung brauchen. Und ich möchte an der Stelle auch sagen, und deswegen, wir haben es heute im Auswärtigen Ausschuss diskutiert, ist es mir so wichtig, dass wir es uns im Sahel nicht zu einfach machen. Ich kann auf der einen Seite als deutsche Außenministerin, als Bundesregierung, aber eigentlich als gemeinsames Europa schwer an andere Länder appellieren. Bitte helft uns bei der Verteidigung unserer europäischen Friedensordnung. Und dann zu sagen, aber wir haben gerade nicht Kraft oder Ressource, uns weiter im Sahel zu engagieren. In einer vernetzten Welt hängt alles miteinander zusammen. Und ja, die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten ist zentral. Aber es ist eben auch zentral, dass wir gerade in diesem Moment verlässliche Partner sind. Und auch daran arbeiten wir gemeinsam. Und in dem Sinne möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die konstruktiv überlegen, wie können wir in diesen Zeiten, wo wir projizieren müssen, auch klar Prioritäten setzen. Bei der humanitären Hilfe, aber eben auch weiter bei der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik. Und auch hier nehme ich sehr genau wahr, was einige von Ihnen mir mitgegeben haben. Passen Sie auf, dass das Geld nicht deutlich runtergeht. Aber das bedeutet insgesamt, dass wir uns deutlich machen müssen, dass in einer der größten außenpolitischen Krisen nicht im Außenbereich und in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit gekürzt werden darf, sondern dass wir in dem Bereich die Gelder auch in Zukunft sicherstellen müssen. Denn ein Kollege hat es mir sehr deutlich gesagt vom afrikanischen Kontinent. Ihr braucht doch keine Partner, die euch nur gefallen wollen. Ihr wollt doch überzeugte Partner haben. Und überzeugen können wir nur, wenn wir weiter zusammenarbeiten, nicht nur zwischen Außenministerien, sondern in der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, in Forschungslaboren und in Journalisteneinrichtungen. Das ist jetzt der Moment, wo wir international zusammenstehen müssen. Das ist der Moment, gemeinsam für eine Welt zu kämpfen, in der Regeln und Recht gelten und nicht Macht, Lügen und Willkür. Und das ist auch der beste Schutz für unsere Demokratie und einen starken Sozialstaat. Herzlichen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Jürgen Hart das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Außenpolitik hat ja auch bereits einen guten Teil der Kanzler-Etat-Debatte in Anspruch genommen. Und das ist das Zeichen der Zeit, dass außenpolitische Fragen auch für die Menschen, wahrscheinlich jetzt auch die uns zuschauen, ganz vorne stehen, was das Interesse angeht. Ich möchte für die CDU-CSU-Fraktion
sagen, dass wir als demokratische Opposition ganz klar unsere Verpflichtung sehen, einen konstruktiven Beitrag zum Gelingen der deutschen Außenpolitik zu leisten. Das hat gute Traditionen hier in diesem Hause und die möchten wir auch aufrechterhalten. Wir erwarten im Gegenzug, und dazu werde ich gleich einige Gedanken vortragen, natürlich Verlässlichkeit in der Zusammenarbeit, was die Informationen, was die Position der Bundesregierung angeht, damit wir uns auch da entsprechend darauf einstellen können und dass wir auf einer fairen, sachlichen Ebene miteinander die Dinge diskutieren. Und an dieser Stelle, liebe Frau Bundesministerin, muss ich schon sagen, Sie haben jetzt gerade einen, wie ich finde, unterstützenswerten Appell gegen Reduzierungen im auswärtigen Etat vorgetragen. Wenn ich mir die Zahlen gucke, die das Bundeskabinett vermutlich auch mit Ihrer Stimme beschlossen hat, gibt es da Luft nach oben. Humanitäre Hilfe ist entsprechend deutlich niedriger angesetzt, auch andere Bereiche. Es wird an uns nicht liegen, müssten Sie die Kolleginnen und Kollegen der Koalition ansprechen. Wir werden bereit sein, hier Mittel zusätzlich bereitzustellen, aber den Vorwurf, den Vorschlag muss die Regierung machen. So. Ich komme auf das Hauptthema Ukraine zu sprechen. Wir haben bei uns in Deutschland in diesen Wochen und Monaten vor dem Hintergrund der steigenden Energiepreise, der Inflation, der Sorgen der Menschen eine Debatte, ob wir denn wirklich alles tun, diesen Konflikt möglichst einzuhegen. Ich behaupte, es gibt nur einen Weg, diesen Konflikt wirklich einzuhegen, nämlich das ist die Doppelstrategie aus starker, knallharter Sanktionspolitik einerseits, die die russische Wirtschaft massiv trifft, und dem militärischen Widerstand der Ukraine andererseits. Und die Bemühungen müssen darauf gerichtet sein, das Sanktionsregime noch lückenloser, noch besser zu machen, Stichwort 8. Sanktionspaket, vielleicht auch die Zahl der Personen, die gelistet sind, noch mal deutlich auszuweiten und auf der anderen Seite eben die Ukraine in die Lage zu versetzen, sich gegen diesen russischen Angriff erfolgreich zu wehren. Denn nur wenn Putin zu der Einschätzung kommt, dass die Fortsetzung des Krieges für ihn ein größeres Risiko darstellt, als in irgendeine vernünftige, faire Verhandlung einzutreten, wie der Krieg beendet werden kann, nur dann werden wir Erfolg haben. Alles, was Diktatfrieden aus Putins Sicht, aus einer Position der vermeintlichen oder tatsächlichen Stärke herauskommt, wird nicht zum Erfolg führen. Und die Menschen, die glauben, dass wenn wir dem Diktator in Moskau auch nur einfach zugeben würden, Kompromiss machen würden und ihm etwas geben würden von dem, was er haben will, also zum Beispiel akzeptieren würden, dass er einen Teil der Ukraine annektiert, und dann hätten wir Ruhe und Frieden und wieder billiges Gas, denen sei gesagt, Putin würde sich dadurch ermutigt fühlen, fortzuschreiten. Er würde Georgien, er würde Moldau, er würde über kurz oder lang auch die Frage der Landverbindung in die Region Kaliningrad stellen. Und wir würden über kurz oder lang als Deutschland, als Europa, als NATO in einen Konflikt mit Russland hineingeraten, den wir Gott sei Dank jetzt mit der ukrainischen Unterstützung und mit der Tapferkeit der Ukrainer vielleicht abwenden können. Insofern alle diejenigen, die glauben, wir könnten durch Kompromiss mit Putin uns die Sache ein Stück vom Hals halten, den sei gesagt, das ist ein Trugschluss, und deswegen ist es nicht nur moralisch gerechtfertigt, dass wir die Ukraine massiv unterstützen, sondern es ist auch eine ganz pragmatische, ganz eigennützige Perspektive aus Deutschland, das zu tun, weil die Ukrainer tatsächlich eben auch unseren Kampf kämpfen. Jetzt haben wir am Wochenende, am Sonntag, die Gelegenheit gehabt, mit dem ukrainischen Premierminister zu sprechen. Ich fand es übrigens bemerkenswert, dass der Kanzler zwar eine Pressekonferenz mit dem Vorsitzenden der palästinensischen Autonomiebehörde macht, aber für eine gemeinsame Pressekonferenz mit dem ukrainischen Premierminister keine Zeit hat. Das, finde ich, ist ein schwerer diplomatischer Fehler gewesen. Aber wir haben mit ihm gesprochen, und er hat eben ganz klar gesagt, er setzt auf Waffen, auch aus Deutschland. Ich erlebe hier Widersprüche des Regierungshandelns. Der Bundeskanzler betont immer wieder, man wolle keine nationalen Alleingänge machen. Ich suche immer nach diesen angeblichen möglichen Alleingängen. Wir haben jetzt vereinbart, der Slowakei Leopardpanzer zu liefern, damit sie Schützenpanzer in die Ukraine liefern kann. Wo wäre denn dann der Alleingang, wenn wir die Schützenpanzer Marder, die bei der deutschen Industrie auf dem Hof stehen, direkt an die Ukraine liefern? Das wäre doch ein gemeinsames Handeln, Schützenpanzer aus verschiedenen europäischen Ländern an die Ukraine. Das sind leider alles vorgeschobene Argumente. Und wenn man das beleuchtet, dann merkt man halt, dass Aussagen, wir werden in Kürze zu einem Ringtausch
der Marder-Panzer mit anderen Ländern kommen, so getroffen vom Bundeskanzler Anfang Juli. Anfang September ist immer noch nichts geschehen. Das ist keine verlässliche Basis. Und deswegen müssen Sie uns zugestehen als Opposition, dass wir misstrauisch sind und dass wir immer wieder diese kritischen Fragen stellen und die Dinge auch betonen. Und ich komme zum Schluss zum zweiten Thema, was mich schwer beschäftigt, Mali. Wir haben in Mali einen Auslandseinsatz auf der Basis des Parlamentsbeteiligungsgesetzes durch den Deutschen Bundestag genehmigt. Das Gesetz sieht vor, dass dieser Einsatz jederzeit vom Bundestag zurückgeholt werden kann. Das setzt aber voraus, dass der Deutsche Bundestag auch darüber beraten und befinden kann, ob das denn vielleicht notwendig ist. Und wenn wir dann eine Sondersitzung des Auswärtigen Ausschusses und des Verteidigungsausschusses beantragen, vorletzte Woche mit der Bitte, wir möchten doch bitte über Mali reden, Klammer auf, die Verteidigungsministerin, hier sitzt sie auch, hat in der Mandatsdebatte gesagt, wenn wir keine Kampfhubschrauber zum Schutz hätten, wäre das ein völlig verändertes Format und dann muss dann auch mit den Parlamentarierinnen und Parlamentariern intensiv diskutiert werden, haben Sie gesagt. Und dann sagen wir, wir wollen eine Sondersitzung haben, wo wir das besprechen, ob es Handlungsbedarf des Bundestages gibt. Dann kriegen wir gesagt, nee, das machen wir Mittwochmorgen in der Haushaltswoche um 7, wenn es keiner mehr merkt. Also da erwarten wir, dass das Parlamentsbeteiligungsgesetz sowohl nach Buchstaben als auch im Geiste eingehalten wird und dass der Deutsche Bundestag nicht mit dem Hinweis auf Sommerpause daran gehindert wird, sich seine Meinung zu bilden, ob der Einsatz läuft. In diesem Sinne biete ich konstruktive Gespräche über den Haushalt an. In dem Sinne, wie Sie gesagt haben, haben Sie unsere Unterstützung. Hoffen wir mal, dass es so kommt. Und in diesem Sinne weiter gute Beratung. Für die SPD hat nun Gabriela Heinrich das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Historikerinnen und Historiker werden wohl dereinst die aktuellen Jahre als Zeiten der globalen Krisen bezeichnen. Klimawandel, Pandemie, Konflikte bis hin zu einem Krieg mit weltweiten Auswirkungen. Diese Krisen bestimmen die internationale Politik. Und in diesen Zeiten kommt dem Haushalt des Auswärtigen Amtes natürlich eine ganz besondere Bedeutung zu. Deutschland ist ein geschätzter und anerkannter Partner, steht aber gerade auch deshalb unter Beobachtung durch unsere Partnerländer. Der Haushalt des Auswärtigen Amtes ist ein Kristallisationspunkt für die internationalen Beziehungen und für Deutschlands Verantwortung in der Welt. Und das muss auch im Einzelplan 05 abgebildet werden. Die Vereinten Nationen als Garant für eine regelbasierte Weltordnung wollen und müssen wir weiter stärken. Die UNO ist die Plattform für zahlreiche fortschrittliche Initiativen im Bereich, unter Umständen einen Frieden vorzubereiten. Aber auch das Klimaabkommen müssen wir erfüllen. Das ist absolut zentral. Und wir verfolgen weiterhin den multilateralen Ansatz, was in der Krise nicht leichter geworden ist. Wir nehmen jetzt mit Beobachterstatus an den Konferenzen des Atomwaffenverbotsvertrags teil und wir helfen mit, Konflikte friedlich unter Leitung der UNO beizulegen. Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, neben dem völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine gibt es eben leider auch in vielen Teilen der Welt Gewalt, Zerstörung, sinnloses Blutvergießen. Das aktuelle Friedensgutachten spricht von 128 Konflikten. Hinzu kommen die Auswirkungen des Klimawandels, Dürre und Hunger. Und die UN warnen aktuell zum Beispiel vor einer unmittelbar bevorstehenden humanitären Notlage in Somalia. Deutsche Außenpolitik muss in vielen Regionen die blanke Not lindern. Und dafür brauchen wir eine starke humanitäre Hilfe. Deswegen sind viele von uns auch nicht so glücklich mit einigen Ansätzen im Einzelplan 05. Der Ansatz für humanitäre Hilfe im Ausland ist zwar in den letzten 10 Jahren massiv gestiegen, und das war richtig. Er hat aber trotzdem schon in der Vergangenheit nicht gereicht. Die Mittel für humanitäre Hilfe im Ausland müssen Kriege und die Folgen des Klimawandels unbedingt abbilden. Und dafür werden wir uns in den Haushaltsberatungen einsetzen. Ähnliches gilt für die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik, bereits angesprochen.
Sie soll mit einem Finanzvolumen von knapp 1 Milliarde Euro ausgestattet werden. Und wir werden auch hier versuchen, in Haushaltsberatungen die sogenannte Kulturmilliarde wieder zu erreichen. Sie ist wichtig. Mit diesen Geldern betreiben wir werteorientierte Außenpolitik. Kultur, Bildung, das Angebot zur Vermittlung unserer Werte, alles das stärkt die Zivilgesellschaft in unseren Partnerländern. Und es ist, denke ich, eine Frage der Glaubwürdigkeit, hier genug Geld in die Hand zu nehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte das Friedensgutachten noch einmal heranziehen. Und zwar gibt es ein ganzes Kapitel über die feministische Außenpolitik, und das ist eine lohnende Lektüre. Da steht zum Beispiel, ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis, internationale Politik muss inklusiver werden. Sie muss Standards entgegenwirken, die auf Überlegenheitsdenken, patriarchalischen Strukturen und Normen der Heterosexualität basieren. Deshalb ist es auch richtig, dass das Auswärtige Amt in diesem Sinne arbeitet. So wie es richtig ist, dass die Entwicklungsministerin das Thema feministische Entwicklungspolitik besetzt. Feministische Außenpolitik und feministische Entwicklungspolitik, das sind zwei Seiten einer Medaille. Die Bedürfnisse von Mädchen und Frauen müssen überall mitgedacht werden. Ihnen stehen die sogenannten 3 R's zu. Gleiche Rechte, gleiche Ressourcen und gleiche Repräsentanz. Und Frauen angemessen zu einzubinden, das ist, wie wir wissen, sehr schlau. Die Stellung der Frau ist der beste Indikator für die Friedfertigkeit eines Staates. Werden die Perspektiven von Frauen und Mädchen nicht berücksichtigt, bleiben Krisenprävention, Krisenbewältigung immer unzureichend. Und die Ursachen von Konflikten werden allenfalls symptomatisch bearbeitet. Wir wollen aber an die Wurzel. Liebe Kolleginnen und Kollegen, noch ein paar Worte zur Königsdisziplin des Auswärtigen Amtes, der Diplomatie. Sie haben es erwähnt, und ich kann sagen für die SPD-Bundestagsfraktion, wir haben stets deutlich gemacht, wir geben der Diplomatie immer den Vorrang. Dass wir jetzt mehr über Waffenlieferungen und über Entlastungspakete für die Bürgerinnen und Bürger diskutiert werden müssen, das liegt allein am russischen Überfall auf die Ukraine. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Putin ist aktuell null an Verhandlungen interessiert. Und er war es auch nie. Olaf Scholz hat es ja wie viele andere versucht. Wir können im Moment nur die Tür offen halten, die VN, wo es geht, unterstützen. Ob Putin dereinst hindurchgeht, das steht in den Sternen. Wir haben entschlossen auf diesen Angriff reagiert. Und das war richtig. Im besten Falle bereiten Unterstützung für die Ukraine und Sanktionen gegen Russland der Diplomatie den Weg. Im genannten Friedensgutachten von 2022 steht das so, ich darf noch mal zitieren, Sanktionen und militärische Unterstützung für die Ukraine müssen dem Zweck dienen, Russland zu einem verlässlichen Waffenstillstand und langfristig zu einer Friedenslösung zu bewegen. Die Völkerrechtsbruch, und das ist wichtig, nicht belohnt. Deutschland ist ein verlässlicher, respektierter und geachteter Partner in der Welt. Die SPD-Bundestagsfraktion wird sich dafür einsetzen, dass dem Auswärtigen Amt für seine wichtige Arbeit ausreichend Mittel zur Verfügung stehen. Für Diplomatie und Krisenprävention, für humanitäre Hilfe, Abrüstung und Rüstungskontrolle sowie auswärtige Kultur- und Bildungspolitik. Wenn wir Verantwortung in der Welt übernehmen wollen, wenn wir diese Rolle wirklich ausfüllen wollen, dann kostet das Geld. Geld, das wir jetzt einplanen müssen. Vielen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Michael Espendiller für die AfD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kollegen, liebe Zuschauer im Saal und bei YouTube. Die First Lady der Ukraine hat kürzlich in einem Interview gesagt, während ihr Pfennige zählt, zählen wir Opfer. Für alle hart arbeitenden Menschen in diesem Land war das mal wieder ein Schlag ins Gesicht und eine enorme Beleidigung. Gerade im Angesicht der Tatsache, dass Deutschland sich nicht nur finanziell in erheblichem Umfang in der Ukraine engagiert, sondern auch Waffen geliefert hat, womit wir uns selbst in Gefahr gebracht haben. Eine Gefahr, die sich jetzt realisiert. Man muss sich das mal ganz in Ruhe vor Augen führen. Durch die Globalisierung ist unsere gesamte Welt wirtschaftlich eng miteinander verflochten. Unser Lebensstandard basiert auf Produktions- und Lieferketten, die um den ganzen Globus führen. Und obwohl die EU das ganz genau weiß, meinte man, man könne diplomatisch auf dicke Hose machen, verhängte ein Ölembargo, Sanktionen gegen Russland und erklärte, man wolle auch auf russisches Gas verzichten. Und dann ist das Geschrei auf einmal groß, wenn tatsächlich kein russisches Gas mehr kommt. Mit Verlaub, werte Bundesregierung, aber was genau hatten Sie denn erwartet, was passiert? Verstehen Sie mich richtig. Ich halte den Angriff der Russen auf die Ukraine nach wie vor für grundfalsch. Aber die Reaktion der Bundesregierung auf diese Krise hat insgesamt mehr geschadet als genutzt. Gute Außenpolitik zeichnet sich dadurch aus, dass man Realitäten anerkennt und eine Politik macht, die diesen Realitäten Rechnung trägt. Und der Auftrag dieser Regierung ist nun mal, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden und seinen Nutzen zu mehren. Und jetzt schauen wir uns doch mal an, ob diese Regierung diesen Auftrag erfüllt hat. Zu Beginn des Ukraine-Konflikts wurde hier der Eindruck vermittelt, als sei das alles ganz schnell vorbei. Die russische Armee habe eine veraltete Technik, keine Kampfmoral und die Ukraine würde das alles eindeutig für sich entscheiden. Ein halbes Jahr später dauern die Auseinandersetzungen weiter an. Beide Seiten haben tausende Soldatenleben zu beklagen. In diesem Krieg verlieren beide Seiten und er ist durch keine der beiden Seiten zu gewinnen. Auch mit ihren Wirtschaftssanktionen hat sich die Bundesregierung massiv verkalkuliert. Die Sanktionen haben Russland eben nicht in die Knie gezwungen, wie man sich das so schon vorgestellt hatte. Ganz im Gegenteil. Wir haben Ihnen hier vorhergesagt, dass die Sanktionen der deutschen Wirtschaft und diesem Land schaden würden. Und was ist passiert? Der Euro ist auf dem tiefsten Stand seit 20 Jahren. Die Inflationsrate in Deutschland ist offiziell bei 9% und wir alle spüren sie jeden Tag. Wir spüren sie bei jedem Einkauf, beim Tanken, um auf die Arbeit zu kommen und beim Blick auf unsere astronomischen Gas- und Stromabschläge. Die Menschen wissen nicht mehr, wie sie das bezahlen sollen. Und die Unternehmen wissen das auch nicht. Mehr und mehr Unternehmen schließen, weil sie aufgrund der hohen Energiepreise nicht mehr produzieren können. Und das sind traditionsträchtige Betriebe im Mittelstand und auch Großfirmen, die jetzt Insolvenz anmelden. Und was ist die Ursache dieser Preissteigerung? Es ist die Sanktionspolitik. Mit der eigenen Sanktionspolitik hat die Bundesregierung zur Verknappung von Rohstoffen beigetragen. Und wir alle wissen, trifft ein knappes Angebot auf eine hohe Nachfrage, resultieren daraus steigende Preise. Und es ist nicht nur so, dass sich Deutschland damit ins eigene Knie geschossen hat. Nein, Russland wird durch diese Sanktionspolitik auch nicht wie beabsichtigt finanziell geschwächt, sondern hat sogar noch höhere Einnahmen als vorher. Der Rubelkurs ist auf 7-Jahres-Hoch. Gazprom hat im ersten Halbjahr 2022 50% mehr Gewinn erwirtschaftet als im Gesamtjahr davor. Nach eigenen Angaben umgerechnet 41,63 Milliarden Euro. Und auch das G7-Mitglied Japan hat seine Verträge mit Russland mittlerweile verlängert. Aber das ist nur die wirtschaftliche Seite der Medaille. Viel größere Sorgen machen wir uns um die Versorgungssicherheit. Wir verbrauchen derzeit große Mengen an Gas, um in Deutschland Strom zu erzeugen, den wir mittlerweile nach Frankreich, Österreich und Italien exportieren. Die Gefahr von Blackouts wächst. Und das wird sogar so konkret, dass die Investmentbank JP Morgan jetzt sogar schon Pläne erarbeitet hat, ihre Mitarbeiter im Falle von großflächigen Stromausfällen nach London zu verlagern. Das funktioniert für die deutsche Bevölkerung aber nicht. Wenn es zu einem mehrtägigen Stromausfall kommt, dann wird man feststellen, dass die Versorgung mit Nahrungsmitteln ohne Strom nicht läuft. Man wird feststellen, dass das Telefon nicht mehr funktioniert und man im Ernstfall keinen Krankenwagen, keine Feuerwehr und keine Polizei rufen kann. Und in diesem Zusammenhang geht es dann nicht mehr nur um Pfennige, wie Frau Selenskyj das hier so verächtlich ausgedrückt hat, sondern da geht es auch bei uns um Menschenleben. Wenn wir in den nächsten Wochen also über den Etat des Außenministeriums verhandeln, dann muss uns allen klar sein, dass dieser Etat nicht nur Ausgaben in Höhe von 6,4 Milliarden Euro umfasst, sondern dass die Außenpolitik dieser Bundesregierung auch astronomische Kostenrisiken in sämtlichen anderen Einzelplänen für die Länder und Kommunalhaushalte, für unsere Bürger und für unsere Unternehmen verursacht.
Die Bundesregierung hat sich diplomatisch verzockt. Und wenn das nicht in einer Katastrophe enden soll, dann ist jetzt die Zeit gekommen, seinen Stolz herunterzuschlucken und endlich wieder Politik für die Bürger im eigenen Land zu machen. Danke für die Aufmerksamkeit. Das Wort hat der Kollege Alexander Graf Lambsdorff für die FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Der Mittwochnachmittag in der Haushaltswoche ist sozusagen die internationale Stunde dieses Parlaments. Die Haushalte des Auswärtigen Amtes, des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und des Bundesverteidigungsministeriums werden debattiert. Und es gibt uns eine Gelegenheit, einmal innezuhalten und zu schauen, wo stehen wir eigentlich als Deutschland in der Welt. Wir haben einen Koalitionsvertrag geschlossen. Es ist noch nicht mal ein Jahr her. Man macht sich das gar nicht klar. Mir kommt es schon viel länger vor bei all dem, was so passiert. Aber da sind ein paar Punkte drin, die für uns aus der Sicht meiner Fraktion ganz besonders wichtig sind und an denen wir jetzt gemeinsam arbeiten. Ich will diese drei hier mal exemplarisch nennen. Das ist einmal die Erarbeitung einer nationalen Sicherheitsstrategie. Da sehe ich das Auswärtige Amt enorm engagiert mit Outreach im ganzen Land und die Grundlinien Sicherheit unserer Freiheit, die Sicherung des Friedens bei uns und die Sicherheit unserer Lebensgrundlagen sind ein wirklich guter Startpunkt für eine starke nationale Sicherheitsstrategie, die im nächsten Jahr dann bei der Münchner Sicherheitskonferenz vorgestellt werden soll. Das Zweite ist, was wir als FDP auch gerne wollten und was wir jetzt auch gemeinsam machen, ist die Überprüfung unserer Bundeswehrmandate. Das Irak-Mandat wird gerade überprüft. Und bei MINUSMA sind wir in täglichem Austausch zwischen den Ressorts, zwischen den Fraktionen, mit den internationalen Partnern. Ich will hier eines sagen. Dieses Mandat ist nach Auffassung meiner Fraktion enorm wichtig, eine wirklich enorm wichtige Tätigkeit, die wir da auf unserem Nachbarkontinent für die Stabilität des Sahel leisten. Ich würde mir daher sehr wünschen, dass wir bei der Evaluierung zum Ergebnis kommen, dass wir unser Sahel-Engagement eher ausweiten, als es zu reduzieren. Und der dritte Punkt. Und der dritte Punkt, meine Damen und Herren, das ist die Überprüfung der Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit. Aber das wird beim Einzelplan 23 dann im Einzelnen zu besprechen sein. Am 24. Februar ist aber alles das, was wir uns so vorgenommen hatten, ruhig zu bearbeiten und abzuarbeiten, natürlich vollkommen über den Haufen geworfen worden. Die Ministerin hat hier alles gesagt zur Situation, zur Politik der Bundesrepublik im Hinblick auf die Ukraine. Die sogenannte Zeitenwende-Rede des Bundeskanzlers war enorm wichtig. Ich möchte hier einmal unterstreichen, dass es mich stolz macht, dass wir in dieser kritischen Stunde als Parlament in den demokratischen Fraktionen zusammenstehen konnten, dass hier die Opposition genau das getan hat, was Jürgen Hart gesagt hat, konstruktiv daran mitgearbeitet, dass wir eine solide, gemeinsame deutsche Außenpolitik in so einer schweren Krise entwerfen können. Dafür ganz herzlichen Dank. Meine Damen und Herren! Einige, das muss man der Fairness halber sagen, haben die Zeitenwende allerdings schon vorher kommen sehen. Die Münchner Sicherheitskonferenz hat im Jahr 2020 bereits einen Bericht veröffentlicht mit dem Titel Zeitenwende, weil die Welt vorher schon ungemütlicher, härter, ja gefährlicher wurde. Freedom House schreibt uns ins Stammbuch, dass seit 15, 16, 17 Jahren die Zahl der freien Länder zurückgeht, die Zahl der Autokratien ansteigt. Die Frage ist, ist das eine Gesetzmäßigkeit? Ist es vorbei mit der Ausbreitung von Demokratie und Rechtsstaat? Ich glaube, das können wir nicht so hinnehmen. Wir müssen auf Werte setzen, wir müssen aufs Völkerrecht setzen, wir müssen auf Multilateralismus setzen. In dem Zusammenhang übrigens kommt wieder MINUSMA. Das ist ein starker Beitrag, den Deutschland auch zu den Vereinten Nationen leitet. In der Europäischen Union haben wir in mehreren Mitgliedstaaten schwere Probleme mit der Rechtsstaatlichkeit. Ich erwähne Ungarn, ich erwähne Polen, aber auch Länder wie Slowenien, Malta und Bulgarien machen uns Sorgen, wenn wir auf die Medienlandschaft, auf die Rechtsstaatlichkeit, auf die akademische Freiheit schauen. Auch hier ist es vorbei mit der Ever Closer Union. Auch das sollten und können wir nicht hinnehmen. Wir müssen dagegenhalten mit einem starken Rechtsstaatsmechanismus, mit der Einführung von Mehrheitsentscheidungen, mit europapolitischem Engagement. Und die Globalisierung, die Wirtschaft war ehrlich gesagt schon vor dem Ukraine-Krieg durch diese wirklich borniert harte Zero-Covid-Politik Chinas, durch die Disruptionen in den Lieferketten schwer gestört. Hinzu kam auch noch Protektionismus, protektionistische Tendenzen. Leider haben wir sie gerade wieder in Amerika gesehen, mit dem Beschluss, E-Autos nur noch dann zu fördern, wenn sie komplett in Amerika hergestellt sind. Nein, meine Damen und Herren, wir dürfen uns dem Protektionismus nicht ergeben. Wir müssen hier CETA ratifizieren. Wir sollten über Mercosur möglichst schnell reden. Und wir müssen weitere Handelsabkommen schließen, denn die Globalisierung ist die Grundlage des Wohlstands unseres Landes. Meine Damen und Herren, habe ich gerade gesagt.
CETA muss ratifiziert werden. Unsere Freiheit, unsere Sicherheit und unser Wohlstand hängen von vielen ab, was wir hier in Deutschland selber tun. Aber sie hängen auch von der Welt um uns herum ab. Und davon, wie wir sie gestalten, arbeiten wir gemeinsam daran, die Welt so zu gestalten, dass bei uns Frieden, Sicherheit und Wohlstand gewährleistet bleiben. Herzlichen Dank. Das Wort hat der Kollege Dr. Gregor Gysi für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir hatten heute zu Recht ein Gedenken an Michail Gorbatschow, der einen großen Beitrag dazu geleistet hat, dass der Kalte Krieg friedlich beendet wurde. Gerade wir Deutschen verdanken ihm viel. Es ist aber eine ungeheure Tragik, dass bei allen Verheerungen, die es während des Kalten Krieges gab, die Stabilität größer war als heute. Allein Russland die Schuld dafür zu geben, ist falsch. Gerade auch der Westen hat zur Destabilisierung beigetragen. Trotzdem sind wir uns einig, dass der völkerrechtswidrige Krieg Russlands gegen die Ukraine scharf verurteilt werden muss. Aber wie soll der Krieg beendet werden? Es geht nur über einen Kompromiss zwischen der Ukraine und Russland, und dafür muss diplomatisch vermittelt werden. Unsere Außenpolitik versagt diesbezüglich vollständig. Der Vermittler zwischen Russland und der Ukraine ist die Türkei, die als NATO-Mitglied gerade völkerrechtswidrige Kriege gegen Syrien und den Irak führt und außerdem noch Griechenland bedroht. Wäre die Vermittlungsrolle nicht eigentlich eine Aufgabe des Bundeskanzlers Scholz und des französischen Präsidenten Macron und eben nicht des Präsidenten Erdogan? Sie wissen, dass ich aus historischen Gründen dagegen bin, dass Deutschland an Kriegen verdient und Waffen exportiert. Aber unabhängig davon kann man sich doch nicht nur auf Waffenlieferungen konzentrieren und auf eine diplomatische Lösung verzichten. Ich habe immer Sanktionen gegen die russische Führung und gegen die russischen Oligarchen unterstützt. Aber ich verstehe die Sanktionen gegen die russische Bevölkerung nicht. Sie hat den Krieg nicht beschlossen. Warum soll sie darunter leiden? Warum ist es überhaupt Ziel unserer Regierung, dass die russische Bevölkerung leidet? Sollte die naive Hoffnung dahinter stecken, dass sich die Bevölkerung dann gegen Putin stellt, muss ich Ihnen sagen, dass die Medienwelt in Russland von Putin und nicht von uns bestimmt wird. Er wird wohl eher dafür sorgen, dass eine Stimmung gegen uns entsteht. Von Anfang an habe ich gefragt, welche Gegenmaßnahmen gegen uns und gegen andere von Putin eingeleitet werden können. Ich habe darauf hingewiesen, dass ein Drittel des weltweiten Getreideexports aus Russland und der Ukraine kommt und dass doch die Gefahr besteht, dass dies beeinträchtigt wird. Und tatsächlich wurde es ja beeinträchtigt, bis ein Kompromiss über den Generalsekretär der UNO, Guterres, und eben Präsident Erdogan erreicht wurde, nicht etwa über uns. Und ich habe darauf hingewiesen, dass Russland, wenn es andere Kunden für Erdöl und Erdgas finden sollte, den Hahn zu uns auch zudrehen kann. Nun sagen die Besserverdienenden, dass man das in Kauf nehmen muss. Wir haben einen Preis zu bezahlen. Das stimmt. Das ist für Bundestagsabgeordnete zum Beispiel auch kein Problem. Aber es gibt viele, die sich das beim besten Willen nicht leisten können. Und was Sie da an Hilfe anbieten, ist unzureichend und Flickschusterei. Sie vergessen viele Gruppen, zum Beispiel die Menschen in privater Insolvenz, wo jeder zusätzliche Betrag an den Insolvenzverwalter geht. Sie vergessen die Freiberuflerinnen und Freiberufler, darunter sehr viele Künstlerinnen und Künstler, die sich das beim besten Willen nicht leisten können. Sie vergessen auch die Solo-Selbstständigen und die kleinen und mittleren Unternehmen. Bisher haben Rentnerinnen und Rentner noch gar nichts bekommen. Das soll nun durch einen Einmalbetrag geändert werden, aber der reicht nicht hin und her. Außerdem vergessen Sie die große Gruppe der Normalverdienenden, die sich die Inflation, die Preissteigerung bei Lebensmitteln und Energie ebenfalls nicht leisten kann. Deshalb wäre es wichtig, über bestimmte Sanktionen neu nachzudenken, um andererseits die Energieversorgung unserer Bevölkerung in vollem Umfang zu sichern. Ferner fehlt mir jede Perspektive Ihrer Politik. Wie soll eigentlich eine neue Friedensordnung weltweit und in Europa aussehen? Sie müssen immer bedenken, dass es ohne und gegen Russland eine solche nicht geben kann. Wenigstens Vorschläge der Regierung, Ideen müsste man erleben, aber sie fehlen.
Sie, Frau Außenministerin, wollten eine Außenpolitik zur Vermeidung des Klimawandels betreiben, was ohne und gegen Russland auch nicht geht. Es tut mir leid, aber ich habe insgesamt den Eindruck, dass die Regierung überfordert ist. Wir erleben eine Konkurrenz zwischen den USA, China und Russland. Wir Europäerinnen und Europäer sind daran interessiert, nicht unter dieser Konkurrenz zu leiden. Das wird aber in der Außenpolitik nicht deutlich. Und ich erinnere daran, dass die Mehrheit der Staaten nicht demokratisch strukturiert ist. Es gibt das berühmte Bündnis BRICS, bestehend aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Diese Staaten zusammen machen deutlich mehr als die Hälfte der Menschheit aus. Und nun wird auch noch die Konkurrenz zwischen den USA und China dramatisch zugespitzt. Wir sind keine Weltmacht, aber können und müssen einen Beitrag leisten, die Demokratie und Stabilität in unserem Land und in der EU zu erhalten. Und das Ganze darf nicht aus dem Ruder laufen, damit wir nicht in den Dritten Weltkrieg geraten. Dazu muss die Diplomatie im Unterschied zu jeder Kriegspolitik weltweit deutlich gestärkt werden, auch durch unsere Bundesregierung. Das Wort hat die Kollegin Jamila Schäfer für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen und lieber Herr Gysi, ich finde es sehr interessant, dass Sie, nachdem unsere Außenministerin hier mehrere Minuten lang unsere diplomatischen Bemühungen erklärt, sagen, dass Sie nicht verstehen, was die diplomatischen Wege sind, die diese Regierung geht. Ich empfehle Ihnen da einfach, das nächste Mal vielleicht ein bisschen aufmerksamer zuzuhören und mahnen Sie gerne die Regierung, mehr für soziale Entlastung zu tun. Aber bitte hören Sie auf, das gegen das Leid der Menschen in der Ukraine auszuspielen. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, der russische Angriffskrieg hat schwere Auswirkungen auf die Energie- und Ernährungssicherheit in der ganzen Welt. Die Folgen des Krieges, aber auch der sich verschärfenden Klimakrise destabilisieren unsere regelbasierte Ordnung. Und sie lassen deshalb auch gefährliche Leerstellen für Demokratie fallen. In dieser Zeit brauchen wir einen handlungsfähigen Staat und eine glaubwürdige und verlässliche Politik gegenüber unseren internationalen Partnern. Die Finanzierungslücken der Bundeswehr haben wir jetzt geschlossen. Bei Diplomatie und Entwicklungszusammenarbeit müssen wir diese Zeitenwende noch schaffen. Der vorliegende Etat des Auswärtigen Amtes, liebe Kolleginnen und Kollegen, das möchte ich so ehrlich sagen, wird diesem Anspruch noch nicht gerecht. Wegen der fehlenden Handlungsspielräume gibt es darin zum Beispiel Kürzungen bei der humanitären Hilfe um 500 Millionen und bei der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik um 55 Millionen Euro. Lieber Otto, ich sage ja einfach, wir haben da noch ein bisschen Arbeit vor uns. Aber humanitäre Hilfe und auswärtige Kulturpolitik sind nicht einfach Geschenke an andere Länder. Diese Gelder sorgen für ein Mindestmaß an Menschlichkeit nach Naturkatastrophen wie etwa bei den schrecklichen Überflutungen in Pakistan oder Hungerkrisen wie derzeit in Somalia. Und sie unterstützen die Zivilbevölkerung, zum Beispiel in der Ukraine, die durch die russische Artillerie momentan ihr Hab und Gut verliert. Und sie unterstützen eben auch kritischen Journalismus und die demokratische Zivilgesellschaft. Das ist nicht einfach ein Nice-to-have, das ist unverzichtbar. Diese Gelder, die erfüllen einen humanistischen Zweck, aber sie machen eben auch die Bundesrepublik zu einem verlässlichen Partner in der Welt. Wir müssen einen Verlust an Glaubwürdigkeit und Handlungsfähigkeit unserer internationalen Politik in dieser großen Krise vermeiden. Jetzt an den falschen Stellen zu sparen, bedeutet eine gefährliche Lücke für imperialistische und menschenverachtende Politik von Putin, Xi Jinping und Co. weiter zu öffnen. Und wir sehen jetzt schon einen massiven Glaubwürdigkeitsverlust in Afrika, Lateinamerika und in Südostasien. Durch humanitäre Hilfe aber und kluge Infrastrukturmaßnahmen und eine Stärkung der diplomatischen Beziehungen, auch im Bildungs- und Kulturbereich, können wir diesen Trend umdrehen und eine Verlässlichkeit unter Beweis stellen. Denn Werte verteidigt man dann am besten, indem man sie selbst vorlebt. Glaubwürdigkeit ist das allerbeste Mittel gegen die Autokraten in dieser Welt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist doch alle absehbar für uns auch, dass wir 2023 weiterhin eine starke Außenpolitik benötigen, um eben handlungsfähig in diesen Zeiten zu sein.
für diese wichtige Arbeit unsere Außenministerin Annalena Baerbock. Gegen das Großmachtgehabe von Autokraten in dieser Welt brauchen wir mehr Handlungsspielräume. Wir werden daher im Parlament sicherlich noch viele Debatten darüber führen und auch in den kommenden Wochen an diesem Entwurf weiterarbeiten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt, aber auch mit Ihnen und euch, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Günter Kriechbaum das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich habe mir heute Morgen notiert bei der Rede des Bundeskanzlers, was dieser zum Thema Europa gesagt hat. Und das ist das Ergebnis. Das ist das Ergebnis. Er hat kein einziges Mal etwas zu Europa gesagt. Und das genau ist das Problem. Das ist das Problem, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir tun in diesen Tagen so, als wären wir auf dieser Welt allein. Im europäischen Ausland ist man entsetzt über uns. In Zeiten der größten Energiekrise auf unserem Kontinent geht die Bundesrepublik Deutschland, geht diese Bundesregierung her und möchte 30 im Betrieb befindliche AKWs vom Netz nehmen. Das ist die Wahrheit. Und es geht weiter, dass man zwei jetzt dieser AKWs noch weiter betreiben möchte, die aber dann keinen Strom produzieren dürfen. Das ist betriebswirtschaftlicher Irrsinn, meine Damen und Herren. Das macht doch keiner mit hier in Deutschland. Und wir sorgen dann noch dafür, dass, weil Angebot und Nachfrage eben den Preis regeln, dass sich Strom weiter verknappt, teurer wird und dann unsere europäischen Partner im Ausland diesen teuren Strom auch einkaufen müssen. Wir haben auch hier eine europäische Solidarität. Wir müssen dafür sorgen, in Zeiten einer Angebotsknappheit, dass wir unseren Beitrag liefern, alles, was möglich ist, damit auch hier der Preis sich nicht weiter verteuert und wir auch für unsere Wirtschaft sichere Perspektiven haben. Aber es geht auch noch weiter. Wir verlassen uns darauf, dass wir in Frankreich dann Atomstrom einkaufen können. In Frankreich sind viele AKWs noch nicht unter Volllast wieder am Netz, weil aufgrund der Wartungszyklen, die hätten eingehalten werden müssen, noch in Ausschluss der Corona-Pandemie nicht unter früheren Bedingungen produziert werden können. Auch da lügen wir uns, liebe Kolleginnen und Kollegen, in die Tasche, wenn wir den Atomstrom hier nicht produzieren wollen, aber dann im Ausland einkaufen. Das macht wenig Sinn. Ich weiß im Übrigen, dass das in Teilen der Bundesregierung blockiert wird und auch längst nicht in allen Teilen so gesehen wird. Was wir allerdings auch nicht aus dem Blick heraus verlieren dürfen, ist die ukrainische Stromproduktion. Und hier nehme ich ganz speziell natürlich das AKW in Saporischschja. Das heißt, hier wird auch Strom produziert. Wir hatten am letzten Sonntag den Premierminister aus der Ukraine zum Gespräch hier in Berlin. Von den 6 Blocks sind 2 in der Vergangenheit dafür verantwortlich gewesen, die Ukraine mit Strom zu versorgen. Der Strom der übrigen 4 Blocks ging in den Export. Wir wissen, wie gefährlich im Augenblick die Situation ist. Deswegen bin auch ich persönlich dankbar, ich denke, wir alle dankbar, dass zurzeit ein Team der IAEO vor Ort ist, in einer sehr gefährlichen, in einer sehr brenzlichen Situation, um sich dort einen Überblick zu verschaffen und womöglich auch zu retten, was zu retten ist. Deswegen dieser Mut der dortigen Delegation verdient unseren Dank. Aber es offenbart eben auch, dass hier Putin die Energie als Waffe einsetzt, auch gegenüber dem Westen. Deswegen finde ich es schon irritierend, wenn hier Stimmen sich erheben, inmitten des Parlaments doch bitte Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen, weil ja dann alle Probleme gelöst wären. Vielleicht hat man da noch nicht überall begriffen, dass Putin gedenkt, das Gas insgesamt zu sanktionieren und Nord Stream 2 an der Stelle überhaupt nichts ausrichten würde. Kanzler Scholz hat aber dafür einiges zum Thema
Europa in Prag gesagt, bei seiner Prager Rede. Und erschreckend war nicht die Rede an sich, sondern erschreckend war die Resonanz darauf. Es wurde in Europa darüber in manchen Tageszeitungen berichtet, aber so gut wie nicht kommentiert und schon gar nicht von den dortigen Regierungen rezipiert. Das heißt, es wird dann von deutscher Seite zu Europa vorgetragen und niemanden interessiert es mehr. Das zur deutschen Führungsrolle in Europa. Er hat gesagt, um das gleich aufzugreifen, etwas zur Sicherheitspolitik. Wir brauchen in Zukunft ein gemeinsames Luftabwehrsystem in Europa. Das hat Kollege Florian Hahn schon vor Monaten hier im Deutschen Bundestag gesagt, dass wir etwas wie den Iron Dome brauchen. Insoweit freuen wir uns, wenn jetzt diese Ideen seitens der Bundesregierung und seitens von Olaf Scholz aufgegriffen werden. Zum Thema Mehrheitsprinzip. Das ist alles schön und gut, was auch da vorgetragen wurde. Oder meinetwegen auch zur Zahl der Kommissare. Aber Scholz bleibt die Antwort schuldig, wie er überhaupt dahin gelangen will. Das ist doch das Problem an sich. Und auch dazu war überhaupt nichts vorgetragen. Insoweit war die Rede dann im Ergebnis enttäuschend. Vielleicht auch noch mal ein Wort zur Zeitenwende, zur viel zitierten Zeitenwende. Die Zeitenwende war, wenn wir uns alle hier ehrlich machen, nicht der 24. Februar 2022. Die Zeitenwende war der 18. März 2014. Hier wurde die Krim einverleibt. Das war die faktische Annexion und aus Sicht Russlands de jure Annexion der Krim. Und deswegen, wir hätten hier schon früher reagieren müssen. Das gehört zu unserer Ehrlichkeit, wenn wir uns ehrlich machen, hier dazu. Und deswegen müssen wir sorgsamer hinschauen auf der Welt. Griechenland, Türkei, was sich in diesen Tagen tut, Chinas Engagement in Afrika. Der heutige Tag wäre für Kanzler Scholz eine perfekte Gelegenheit gewesen, hier Position zu beziehen und manches klarzustellen. Eine verpasste Chance, ein verpasster Tag. Herzlichen Dank. Für die SPD-Fraktion hat nun Frank Schwabe das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Verehrte Damen und Herren, Herr Kriechbaum, vielleicht sollten Sie sich noch mal für das Protokoll sich das noch mal angucken, was Sie gerade erzählt haben. Sie haben ja ein bisschen die Ströme dargestellt, wie sich der Strom so verteilt. Die Wahrheit ist ja, dass in der Regel wir aus Deutschland Strom nach Frankreich exportieren. Und der Bundeskanzler hat es heute Morgen schon mal gesagt. Wären wir Ihren atompolitischen Vorstellungen gefolgt, dann wären wir nicht da, wo wir heute sind, auch nicht beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Wir wären in der Tat in der energiepolitischen Sackgasse. Und deswegen empfehle ich auch an der Stelle nicht, Ihren Vorstellungen zu folgen. Jede Generation, die politisch unterwegs ist, glaubt ja, dass sie in einer sehr schwierigen politischen Lage lebt. Nehmen wir mal an, die Lage ist politisch schwierig. Wir haben heute Morgen die innenpolitische Debatte in der Tat sehr stark gehabt. Wenn sie innenpolitisch schwierig ist, ist sie mindestens genauso schwierig außenpolitisch. Wir haben gesteigerte Bedarfe, das ist schon dargestellt worden. Und wir haben, und wir sind ja mitten in einer Haushaltsdebatte, und deswegen kann man das auch so klar benennen, eben eine Situation, dass konjunkturell und finanziell die Spielräume in diesem Bundeshaushalt entsprechend eng sind. Und deswegen wird es eine große Herausforderung. Und ich habe ja von fast allen, nicht alle haben es erwähnt, aber von fast allen hier gehört, dass das, was im auswärtigen Etat ist, aber auch im Entwicklungsbereich, zu wenig ist. Und deswegen wird es an uns allen sein, bis zum November dafür zu sorgen, dass wir den Herausforderungen da jedenfalls stärker gerecht werden. Das wird eine harte Arbeit, die auf uns zukommt. Das, was die Welt ist, hat, glaube ich, das beschrieben, was heute Morgen an würdiger Verabschiedung von Michail Gorbatschow durch die Bundestagspräsidentin vorgenommen wurde. Und wenn man das vergleicht eben mit der Realität von Wladimir Putin im Jahr 2022, dann beschreibt es das eigentlich, was wir an Hoffnungen hatten in den letzten 30 Jahren, was wir auch erreicht haben, zum Beispiel beim Aufbau des Internationalen Strafgerichtshofs, des Jugoslawien-Tribunals im Bereich der Abrüstung, was aber auch in den letzten Jahren zunichte gemacht wurde und was eben auch gerade aktuell politisch nicht mehr möglich ist. Diese Regierung hat sich vorgenommen, den Multilateralismus zu stärken, Menschenrechte in den Mittelpunkt zu stellen, die Schwachen zu stärken durch eine feministische Außen- und Entwicklungspolitik, Geflüchtetenschutz zu stärken und Krisenprävention, humanitäre Hilfe und auswärtige Kultur- und Bildungspolitik zu stärken. So steht das jedenfalls im Koalitionsvertrag. Aber alles das gerät eben zurzeit unter Druck.
durch eine Realität einer brutalen Machtpolitik, wie wir sie eben durch Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine sehen, durch das, was China immer mehr tut und andere Länder aber eben auch. Und gleichzeitig haben wir eben geringere Spielräume im Bundeshaushalt. Und dennoch, deutsche Außenpolitik, die jedenfalls Menschenrechte auch in den Mittelpunkt stellen will, muss Klartext reden mit anderen Ländern, muss bilateral Klartext reden und muss das auch durchhalten, auch in diesen aktuellen Zeiten, auch bei Regierungskonsultationen, die stattfinden. Ich will das Beispiel Indien nennen, ein Land, mit dem wir eine gute Partnerschaft haben wollen und haben müssen in der Klimapolitik, in der Wirtschaftspolitik, bei der Frage des Multilateralismus, wo es aber eben auch hochproblematische Entwicklungen gibt, durch einen um sich greifenden Hindu-Nationalismus, Einschränkung von Religionsfreiheit und eben auch durch die Einschränkung von Menschenrechts- und Nichtregierungsorganisationen. Und dennoch müssen wir Klartext reden, auch wenn wir Indien für einen Multilateralismus, für unsere multilaterale Politik brauchen. Und wir müssen dafür sorgen, dass Außenpolitik und Entwicklungspolitik ausreichend ausgestattet ist. Und ich will es noch mal sagen, im Koalitionsvertrag steht, dass wir einen Aufwuchs haben wollen, der Mittel, wenn denn im militärischen Bereich ein Aufwuchs stattfindet, der notwendig ist, von 1:1 im Bereich der Außenpolitik und der Entwicklungszusammenarbeit. Wir haben ein Jahrzehnt gehabt, wenn man sich die Zahlen anguckt, einer sehr positiven Entwicklung. Wir sind in Richtung 0,7% marschiert im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Wir haben im Bereich der humanitären Hilfe einen Aufwuchs gehabt von 350 Millionen auf 2,7 Milliarden. Wir haben die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik gestärkt. Wir haben mehr Mittel eingesetzt für den internationalen Klimaschutz. Aber summa summarum würde ich mal so sagen, roundabout fehlen jetzt 2 oder 3 Milliarden in diesem Bundeshaushalt. Und ich sage es nochmal, wenn wir den internationalen Anforderungen gerecht werden wollen in dieser Zeit, wenn wir die Balance halten wollen zwischen dem, was wir militärisch tun müssen und dem, was aber unser Anspruch eben auch im zivilen Bereich der Krisenprävention und der Krisenhilfe ist, dann ist noch viel Arbeit zu tun bis zum November. Ich will betonen, dass wir im Bereich des Bundeshaushalts, im Bereich der Menschenrechtspolitik, im Bereich des Ausbaus der Menschenrechtsarchitektur viel erreichen. Wir haben die Botschaften besser ausgestattet, dass sie Menschenrechtsthemen stärker adressieren können. Wir haben uns vorgenommen, die Beauftragte für Menschenrecht und humanitäre Hilfe in ihrem Amt zu stärken. Und wir sind dabei, den Multilateralismus auch finanziell zu unterstützen. Und mein Paradebeispiel ist immer der Europarat, weil es eben auch eine große Herausforderung ist, wenn wir die Welt beschreiben, wie schwierig sie ist in den Herausforderungen für Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit, dann ist der Kern des Ganzen am Ende doch dieses Europa. Und wir müssen alles tun, dieses Europa dann auch als Kern dieser Werte zu erhalten. Das wird schwierig genug. Wir haben Russland rausgeworfen aus dem Europarat, zu Recht. Wir haben Länder dabei wie Ungarn, Polen, wie die Türkei, wie Aserbaidschan, aber leider auch Länder wie Dänemark, wie Großbritannien, hoffentlich nicht eine neue Regierung in Italien, die es mit bestimmten Dingen des Menschenrechtsschutzes und des Respektes der Europäischen Menschenrechtskonvention auch nicht so ernst nimmt. Ich sehe große Probleme auf uns. Ich lebe, ja, alles das. Ich sehe große Probleme auf uns zukommen, was den Respekt des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte angeht und dessen Urteile. Und deswegen sage ich, umso mehr muss das im Zentrum auch der deutschen Außenpolitik stellen. Und das wird auch deutlich in diesem Haushalt durch eine Stärkung der Mittel für den Europarat. Das finde ich gut und ich finde, das verdient den Respekt und die Unterstützung auch des gesamten Hauses. Vielen Dank. Das Wort hat der Abgeordnete Peter Büstron für die AfD-Fraktion. Ja, hallo Frau Baerbock, schön, dass Sie da sind. Nach dem, was Sie letzte Woche in Prag von sich gegeben haben, hätten wir gedacht, Sie sitzen in Kiew im Parlament heute. Aber im Ernst, Frau Baerbock, dass Sie hier noch auf dem Ministersessel sitzen. Muss Sie unterbrechen, Herr Büstron? Ja. Sie wollen sich sicherlich korrigieren, was den Anfang Ihrer Rede betrifft. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, dass die Frau Außenministerin hier noch auf dem Ministersessel sitzt, nachdem sie die deutschen Wähler letzte Woche beleidigt hat, nachdem sie ihr Amtseid mit Füßen getreten hat, das ist in meinen Augen ein Skandal.
Aber zu Ihrer Rede, Frau Baerbock. Sie haben gesagt, Sie wollen in der Ukraine Menschenleben retten. Sie haben das mehrmals wiederholt. Und wie machen Sie das in den letzten 6 Monaten? Mit Sanktionen gegen Russland und mit Waffenlieferungen an die Ukraine. Helfen Waffenlieferungen an die Ukraine Menschenleben retten? Nein, nein. Sie verlängern damit lediglich den Krieg, Sie verlängern das Leid der Frauen und Mädchen, die Sie erwähnt haben, die auf ihre Jungs warten, die da in dem Krieg verheizt werden. Das machen Sie. Und die einzigen, denen Sie helfen, auf Kosten der deutschen Steuerzahler und Wähler, sind die US-Amerikaner. Auf der einen Seite verhelfen Sie dem militärisch-industriellen Komplex nach 4 Jahren ohne Kriege unter Präsident Donald Trump, nach 4 Jahren Durststrecke zu den lang ersehnten Milliardenaufträgen. Und auf der anderen Seite verhelfen Sie den Falken in Washington, ihr langfristiges Ziel zu erreichen, nämlich ein Spalt zwischen uns auf der einen Seite, Europa und Deutschland auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite zu treiben und uns beide damit zu schwächen. Und Sanktionen, haben die Sanktionen Russland geschwächt? Nein, haben sie nicht. Sie haben sie nicht vom Krieg abgehalten und sie haben das Gegenteil bewirkt. Durch das ihr Embargo sind die Öl- und Gaspreise gestiegen. Russland hat Rekordgewinne vermeldet und die russische Wirtschaft verzeichnet Wachstumsraten wie schon seit langem nicht mehr. Und das ist keine Putin-Propaganda, das sagen Experten von JP Morgan und von Bloomberg, liebe Freunde aus den USA. Geschadet haben die Sanktionen sehr wohl. Geschadet haben sie Deutschland, unseren Bürgern. Wir hier in Deutschland müssen 2,40 Euro für einen Liter Sprit zahlen. Unsere Gas- und Stromrechnungen gehen durch die Decke. Unsere Firmen gehen pleite, so wie gestern gerade Hakle, eine Firma mit 100-jähriger Tradition. Sie vernichten Arbeitsplätze. Sie vernichten einen von Generationen erarbeiteten Wohlstand in Deutschland. Und egal, liebe Kollegen, wie Sie das hier nachher noch mal in Ihren Reden die Wahrheit verdrehen, die Bürger erleben die Realität tagtäglich. Die wissen, was passiert. Die kennen die Wahrheit. 62% der Bürger wollen keine weiteren Waffenlieferungen. 77% wollen Friedensverhandlungen statt weitere Kriegstreiberei. Und 87% wollen Gespräche mit Russland statt einseitigen Bashing und Sanktionen. Und jetzt machen Sie genau das Gegenteil von dem, was die Bürger wollen, und verlangen von uns auch noch 6 Milliarden für diese Politik. Warum sollten wir dem zustimmen? Warum sollten wir dem zustimmen? Wir von der AfD sind hier, um die deutschen Wähler zu vertreten, die Sie so verachten. Wir sind hier, um die Menschen vor Ihnen zu schützen. Deswegen bekommen Sie von uns für Ihre menschenverachtende Politik keinen Cent. Wir lehnen Ihren Antrag ab. Danke. Für die FDP-Fraktion hat nun die Kollegin Renate Alt das Wort. Sehr geehrte Frau Bundestagspräsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, ich bin mir sicher, Frau Bundesaußenministerin, die deutsche Bevölkerung muss nicht vor Ihnen geschützt werden. Die Ampel. Die Ampel legt einen Haushalt vor, der die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland entlastet. Einen Haushalt, der aber auch die Schwachen in der Welt nicht vergisst. Die Anzahl der Krisenherde weltweit nimmt zu. Wir helfen Menschen in Not, wo wir nur können, in der Ukraine, in Somalia, in Afghanistan und vielen anderen Ländern dieser Welt. In Afghanistan müssen Mädchen wie Mariam Hamidi geheime Mädchenschulen besuchen, wenn sie lesen und schreiben lernen wollen. Das drakonische Taliban-Regime verwehrt Frauen und Mädchen sämtliche Rechte.
Dabei dürfen wir nicht tatenlos zuschauen. Humanitäre Hilfe muss an Menschenrechte geknüpft werden. Für uns Freie Demokraten sind Menschenrechte nicht verhandelbar. Wir helfen gerne, aber wir müssen auch fordern. Geld für Frauenrechte, Geld für den Frieden, Geld für Freiheit, Geld für Menschenrechte. Dabei dürfen wir keine Parallelsysteme finanzieren. Es ist die Aufgabe von Regierungen, für Bildung, Gesundheit und Nahrungsmittel der eigenen Bevölkerung zu sorgen. Diese Aufgaben sollten wir nicht dauerhaft für sie übernehmen. Humanitäre Hilfe muss Leid lindern, darf aber kein Dauerzustand sein. Wir wollen Krisen rasch beenden und wenn möglich verhindern. Das sollte der zentrale Anspruch der humanitären Hilfe Deutschlands sein. Deutschland ist der zweitgrößte Geber von humanitären Hilfe weltweit. Darauf können wir stolz sein. Meine Damen und Herren, die Welt kann sich auch weiterhin auf Deutschland verlassen. Die Bürgerinnen und Bürger können sich auf diese Ampelkoalition verlassen. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun Jürgen Trittin das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich glaube, wir müssen uns klar machen, dass die Grenzen zwischen Innen- und Außenpolitik zunehmend verschwinden. Man kann es kaum noch trennen in vielen Fragen. Das erfordert auch für tradierte Außenpolitik teilweise neue Erfahrungen und neue Lösungen. Und wenn man dann noch hinzunimmt, dass wir nicht mit einer Krise uns auseinandersetzen, sondern mit drei globalen Großkrisen parallel, die sich auch noch in ihren Wirkungen gegenseitig verstärken. Corona, Klimakrise und der Bruch der europäischen Sicherheitsordnung durch Putin. Da kann man das an dieser Stelle einfach durchbuchstabieren. Die Corona-Politik in China führt dazu, dass die Globalisierung, wie sie bisher gewesen ist, nicht mehr funktioniert. Wir brauchen andere Antworten in der Handelspolitik darauf. Und wir stellen alle gemeinsam fest, die Außenministerin hat das beschrieben, dass die Frage, ob es Putin gelingt, durchzukommen, nicht allein davon abhängt, dass wir zügig und ordentlich die Ukraine mit Waffen ausstatten, sondern die Durchhaltefähigkeit in diesem globalen Konflikt wird auch darüber entschieden, dass wir in Deutschland, aber auch global für Gerechtigkeit und für eine gerechte Verteilung der Lasten sorgen. So passen plötzlich Innen- und Außenpolitik zusammen. Und das Gleiche gilt für die Klimakrise. Die Klimakrise hat nicht nur die Regierung in Sri Lanka sozusagen aus dem Amt hinweggefegt. Sie macht uns auch gerade vor, durch die Pegelstände an der Rhone und anderswo, dass Atomkraft ein ganz dummes Rezept ist, um Versorgungssicherheit herzustellen. Und auf diese Herausforderung muss die neue nationale Sicherheitsstrategie eine Antwort geben. Und wir haben uns damit ja auch eine Grundlage gegeben in der Koalitionsvereinbarung, weil wir gesagt haben, wir gehen von einem erweiterten Sicherheitsbegriff aus. Das heißt, wenn wir über hybride Kriegsführung sprechen, dann müssen wir auch darüber sprechen, wie man zum Beispiel Cyberattacken hier bekämpft. Das wird nicht nur das Innenministerium alleine machen können. Aber wir haben in dieser Koalitionsvereinbarung auch festgelegt, dass das mit ordentlichen Mitteln unterlegt wird. Und wenn ich die von Ihnen genannte 1:1-Regelung zugrunde lege, dann stelle ich fest, dass in diesem Haushalt das Defizit zur 1:1-Regelung gegenüber dem letzten Haushalt nicht kleiner, sondern größer geworden ist. Sie beträgt 5,5 Milliarden. Und allein im Auswärtigen Amt ist für die humanitäre Hilfe eine 500 Millionen weniger vorgesehen. Glaubt denn jemand, dass wir damit auskommen werden? Nein, nicht mal die Regierung glaubt das. Die hat nämlich gerade beschlossen, 2022 aus Haushaltsrechten genau diese 500 Millionen wieder einzusetzen. Und deswegen sage ich, wir werden hier eine sehr anregende Debatte in den Fachausschüssen, im Haushaltsausschuss zu diesem Einzelplan haben. Und ich will bei der Gelegenheit
an meinen Freund und Kollegen Peter Struck erinnern. Der war nicht nur einer der besten Verteidigungsminister, die dieses Land hier hatte. Er hat auch das Strucksche Gesetz erfunden, wonach kein Gesetz so aus dem Bundestag rausgeht, wie es reingegangen ist. Das wird auch für diesen Haushaltsentwurf des Einzelplans 05 gelten. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Thomas Erndl das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit über einem halben Jahr führt Russland einen mörderischen Vernichtungskrieg gegen die Ukraine. Das prägt unsere Außenpolitik. Dieser russische Angriff ist ein Angriff auf die europäische Friedensordnung. Es ist ein Angriff auch auf unsere Freiheit, auch auf unsere Sicherheit. Der Krieg und die Auswirkungen auf unser Land, auf Europa, auf die Menschen hier, aber genauso auf das Leid in der Ukraine beschäftigen uns alle hier in diesem Haus jeden Tag. Und eben auch die zentrale Frage, tut Deutschland, tun wir genug, um diesen Krieg schnellstmöglich zu beenden? Und die Antwort ist nein, meine Damen und Herren. Und das wird auch durch das Blendwerk des Bundeskanzlers von heute Morgen nicht anders. Denn Flugabwehr zum Beispiel ist natürlich eine gute Sache, aber die wird im nächsten Jahr geliefert. Wir müssen jetzt mehr tun und wir können jetzt mehr tun. Es wird verzögert, vertröstet, dem ukrainischen Regierungschef einfach eine Abfuhr erteilt. Marder und Leopard, lieferbar von der Industrie, retten jetzt, heute, morgen Leben und werden einfach verweigert. Und es ist keine Kritik, meine Damen und Herren, die ich hier als Oppositionspolitiker vortrage, weil es meine Rolle ist, dass wir mehr tun könnten, ist das Bild, das unsere osteuropäischen Nachbarn zeichnen, das unsere englischen Freunde zeichnen, das durch viele Statistiken belegt ist. Und, meine Damen und Herren, das ist eine Position, die auch viele Kolleginnen und Kollegen in den Ampelparteien teilen. Und deshalb tut es weh, wenn in so einer wichtigen Frage Anspruch und Wirklichkeit, Reden und Handeln, in diesem Fall des Kanzlers, so weit auseinanderstehen. Frau Bundesministerin, Ihnen tut diese Blockade aus dem Kanzleramt sicherlich auch weh, weil Sie diesen Krieg richtigerweise in das große Bild einordnen. Demokratie, Freiheit gegen Autokratie und Diktatur. Eine Ordnung, die auf Regeln basiert, gegen das Recht des Stärkeren und Größeren. Demokratische Systeme sind im Bedrängnis. Wir sind im Bedrängnis. Autokraten weltweit suchen den Schulterschluss. Russland und China bauen ihren Einfluss in vielen Regionen der Welt aus und nutzen dafür jede Möglichkeit. Aber was stellen wir denn dem entgegen? Tatkraft, Verlässlichkeit. Da haben wir noch eine Aufgabe, Frau Bundesministerin, in Afghanistan mit den Ortskräften. Bessere Kommunikation und ein noch intensiveres Hineinwirken in die Zivilgesellschaften, ein noch intensiveres Werben für unsere Werte und Überzeugungen. Und ich bin froh, Frau Ministerin, dass Sie der Bedeutung zivilgesellschaftlicher Zusammenarbeit auch bei Ihren Reisen immer wieder auch sehr viel Raum einräumen und dieses Engagement im Bereich auswärtiger Kultur- und Bildungspolitik entsprechend auch Rechnung tragen. Aber deshalb muss die Frage erlaubt sein, weil warum gerade in diesem Haushaltsentwurf AKBP und viele weitere Bereiche empfindliche Kürzungen hinnehmen müssen. Wieder einmal liegen Anspruch und Wirklichkeit meilenweit auseinander. Denn der Kahlschlag im Bereich AKBP wäre wirklich völlig unverständlich. Wollen Sie in dieser Zeit wirklich tausende Stipendien beim akademischen Austauschdienst streichen, wo Verbindungen zu unserem Land entstehen, die Jahrzehnte halten? Wollen Sie wirklich Goethe-Institute schließen, Anlaufstelle für alle, die sich für unser Land, für unsere Sprache interessieren, aber auch für die, die in totalitären Staaten Raum für freie Gedanken brauchen? Wollen Sie alles verwerfen, was wir in den letzten Jahren beim Deutschen Archäologischen Institut aufgebaut haben zum Kulturerhalt in Krisenregionen? Das sind nur drei Beispiele. Auslandsschulen, das Netzwerk ist groß und verdient es,
auch eine solide und verlässliche Finanzierung zu haben. Sollte es wirklich Tradition werden, dass immer, wenn das Außenministerium von den Grünen geführt wird, ein Kahlschlag bei der internationalen Kultur- und Bildungspolitik erfolgt? Ich glaube, es ist nicht in unserem Interesse. Und deshalb bitte ich die Haushälter der Ampel hier nun wirklich massiv nachzubessern, weil sonst eben wirklich wieder Worte und Taten bei dieser Regierung weit auseinanderliegen würden, wie zuletzt auch bei der Europarede des Kanzlers in Prag sichtbar wurde. Der Kanzler forderte ein souveräneres Europa. Und dazu würde es aber eine Bundesregierung benötigen, die bereit ist, eine außenpolitische Führungsrolle in Europa anzunehmen. Wir brauchen kein Europa der schönen Worte, sondern ein Europa der konkreten Tat. Und da muss diese Bundesregierung auch in diesem Haushalt deutlich mehr liefern. Herzlichen Dank. Das Wort hat Michelle Müntefering für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Welt ordnet sich neu. Das ist ohne Zweifel, wir haben es gehört, auch für uns in Deutschland eine riesengroße Herausforderung. Im Ruhrgebiet war es in diesem Sommer immer wieder, waren es immer die zwei Themen, die viele umtreiben. Zum einen der brutale Angriff Russlands auf die Ukraine und die Sorge nach den rasant steigenden Energiekosten. Allerdings auch wahr, nicht immer in dieser Reihenfolge. Die Menschen schreiben uns Briefe, diejenigen, die sonst nie sich an Politik wenden. Rentnerinnen formulieren ihre Angst, die Wohnung zu verlieren, schreiben akribisch jede Aufgabe aus, fragen, wie sie die Kosten in Zukunft noch stemmen sollen. Und viele Unternehmen fragen, wie sie zu wettbewerbsfähigen Preisen ihre Waren produzieren sollen, wenn die Energie immer teurer wird. Deswegen, bevor ich zum Haushalt des Auswärtigen Amtes komme, möchte ich zunächst einmal all denjenigen Danke sagen, die helfen, durch diese schwere Zeit zu kommen, ob als Abgeordnete in den Wahlkreisen, in der Koalition, die dringend benötigten Entschlüsse fassen und ganz besonders natürlich unserem Bundeskanzler Olaf Scholz. Ja, der Krieg kostet uns Geld. Die Menschen in der Ukraine kostet er das Leben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, als Außenpolitikerin war ich in der Sommerpause nicht auf Dienstreise im Ausland, sondern diesmal vor allem in der Nachbarschaft unterwegs, zu anderem zu Besuch bei Evonik, einem der international führenden Unternehmen in der Spezialchemie. Und ich will den Bogen vom Ruhrgebiet in die Welt schlagen, weil mitten in meinem Wahlkreis die Beschichtungen für die Windräder hergestellt werden und oft vergessen wird, für die Transformation der Wirtschaft brauchen wir auch eine starke Chemie. Klimawandel, Energiekrise, alles, was in der Welt passiert, hat eben auch mit uns in Deutschland zu tun. Und deswegen hat übrigens gerade der Vorstandsvorsitzende von Evonik, Christian Kuhlmann, mit weiteren Vorsitzenden von Unternehmen einen Appell an die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock geschickt, in dem er fordert, dass insbesondere die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik mit mehr Geld ausgestattet werden muss und die geplanten Kürzungen zurückgenommen werden sollen. Denn Deutschland ist auch massiv angewiesen auf Fachkräfte, auf gute Ausbildung hier bei uns und auf internationale Kräfte. Wir sind zusammen stark und deswegen brauchen wir die Goethe-Institute, die Deutschkurse anbieten, wo die Menschen sind, die Auslandsschulen, die junge Menschen früh an unser Land binden, den DAAD, die Humboldt-Stiftung, die Forschung unterstützen, weltweit und auf Spitzenniveau für Fortschritt, Arbeitsplätze und Verständigung arbeiten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Deutschland muss sich gerade heute im Wandel der Welt um neue Partnerschaften bemühen. Wir brauchen neben Europa auch Afrika, Asien und Lateinamerika, um den großen Herausforderungen zu begegnen. Und es ist längst nicht gesagt, dass sich ein Großteil der Weltgemeinschaft unseren Vorstellungen und Überzeugungen anschließt. Es ist an uns, für die Demokratie als Staats- und Lebensform zu wirken. Und dafür brauchen wir auch die Unterstützung der Zivilgesellschaft.
Gesellschaften. Die zunehmende Ungewissheit als Grundgefühl ist weder ein lokales noch regionales Phänomen. Und besonders die jungen Generationen auf diesem Planeten erleben die rasanten Veränderungen auf der ganzen Welt mit voller Wucht, und zwar aus zwei Perspektiven. Die einen wollen ihren Wohlstand nicht verlieren, die anderen wollen überhaupt welchen haben. Und das ist im übertragenen Sinne die Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen. Und umso mehr brauchen wir gemeinsame Lösungen. Die Macht verteilt sich neu. Und in so einer Situation dürfen wir doch nicht zusehen, wie China immer mehr Konfuzius-Institute eröffnet und als Antwort auch noch deutsche Strukturen zerschlagen, Kultur, Jugend, Wissenschaftsaustausch zurückfahren, Sprachkurse und Unterstützung für die Zivilgesellschaft kürzen. Das wäre fatal. Und das alles ist auch eine Frage der Langfristigkeit, denn hier gilt besonders diese Strukturen, die wirken über Jahrzehnte. Kultur kann man nicht einfach auf- und abbauen. Kultur ist kein Camping, kein Zelt, sondern die Mittlerorganisation und ihre Mitarbeiter, die arbeiten über Jahre hinweg. Und deswegen will ich denen auch allen danken, die für eine werteorientierte Außenpolitik eintreten. Denn davon darf man nicht nur reden, man muss sie vor allen Dingen vermitteln und machen. Und liebe Annalena Baerbock, das muss Ihr Haus unter grüner Führung noch unter Beweis stellen. Uns haben Sie dabei an Ihrer Seite. Wenn ich Ihre Worte richtig verstanden habe, müsste das dann auch am Ende die Konsequenz sein. Ich kann nur sagen, lassen Sie uns das verändern an dieser Stelle. Die Fachleute im Bundestag sind sich einig. Wir haben das hier auch gerade gehört. Und bitte kümmern Sie sich auch gleichzeitig um die Ausstattung der Visastellen. Sonst können wir natürlich lange über gute Fachkräfte reden. Ankommen tun die dann hier nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin überzeugt, Deutschland wird in diesem globalen Wettbewerb nur mit klarer Ausrichtung an den Zukunftsthemen bestehen können. Davon hängt zu einem beträchtlichen Teil die Zukunftsfähigkeit unseres Lebens- und Wohlstandsmodells ab. Und wer hier mutwillig spart, der begibt sich auf eine außenpolitische Geisterfahrt entgegen aller Vernunft. Für die FDP-Fraktion hat nun Otto Fricke das Wort. Geschätzte Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, als neuer Berichterstatter für den Einzelplan hört man solchen Debatten sehr interessiert zu. Was mich so ein bisschen überrascht hat, als jemand, ja, Jurist von Hauses ist und Haushälter, ist dann, wenn man doch feststellt, wie links und rechts eigentlich die gleichen Meinungen in der Außenpolitik sind. Wenn Herr Gysi sagt, ohne Russland ist Frieden nicht möglich, die AfD das bestätigt, komme ich als kleiner Geschichte-Leistungskursmensch daran, dass ich mich erinnere, dass es mal einen Menschen mit Vornamen Neville gab, der gesagt hat, ohne dieses oder jene Land ist Frieden nicht möglich. Und wo das 1945 hingeführt hat, weil man diese unglaubwürdige Idee hatte, man meinte, man könnte solchen Menschen Grenzen über Friedensverhandlungen aufzeigen, das wissen wir doch alle. Und daran sieht man, dass es gut ist, dass sie beide nicht an der Regierung sind. Meine Damen und Herren, wir werden in diesem Einzelplan, ich stimme dem Kollegen Trittin zu, werden wir sehr intensive Beratungen haben. Auf jeden Fall. Aber ich will doch zu den Zahlen noch mal etwas sagen. Erstens, die Verfassung gilt, die Schuldenbremse gilt. Und ich bin auch sehr dankbar der Koalitionsrunde, dass sie noch mal ausdrücklich festgehalten hat, dass die Finanzplanung für das Jahr 2023 inklusive der Schuldenbremse gilt. Das steht ja auch so in dem Papier drin. Dennoch. Glaube ich, müssen wir mal ein paar klaren Zahlen hier klarhalten. Ich sage das auch in Richtung CDU. Und ich sage das auch für die gesamten Haushaltsberatungen. Lasst uns doch in den Wettbewerb gehen. Zeigt mal, was ihr drauf habt. Macht Änderungsanträge. Sagt, wo ihr mehr ausgeben wollt. Sagt, wo ihr das Geld herhaben wollt. Eure Rede sei ja, ja, nein, nein und nicht ja, ich will es als Außenpolitiker. Nein, im Haushalt beantrage ich es nicht mehr. Und dann gucken wir mal, ob da gute Vorschläge dabei sind. Und wir werden unsere Veränderungsvorschläge dann dagegen setzen und sehen, was die beste Lösung für die deutsche Außenpolitik und damit auch für die europäische Außenpolitik und wegen unserer Führungsposition für die gesamte Welt dann auch sein wird. Ich bin sehr gespannt darauf, was ihr da machen werdet seitens der CDU-CSU. Zu den Zahlen. Es hat mal eine kluge Frau oder ein kluger Mann gesagt, Erfolg darfst du nicht nur daran messen, was du erreicht hast, sondern auch, wie du dahin gekommen bist. Und dann habe ich mir gelegt, okay, gut, der Haushalt sagt dem Soll als Vorschlag der Bundesregierung. Wir im Parlament entscheiden. Die schlagen vor, wir entscheiden. Sagt 6,39 Milliarden im nächsten Jahr.
Da habe ich gedacht, ja gut, okay, das ist weniger als im letzten Jahr, war aber auch eine Sondersituation. Dann dachte ich, naja, dann vergleichst du das doch mal damit, was als letztes die Große Koalition unter Führung einer christdemokratischen Kanzlerin vorgeschlagen hat. Da habe ich nachgelesen und da steht dann, festhalten, 5,03 Milliarden, 25-prozentige Steigerung also dieser Koalition gegenüber dem, was die CDU-CSU, als sie noch in der Regierung war, für dieses Jahr geplant hat. Daran zeigt sich, wo man hinkommen will, wenn man in der Außenpolitik Erfolg haben will. Zweitens, dann gehen Sie auch nur hin und gucken auf diese kleine Zahl. Und ich empfehle den Außenpolitikern mal mehr mit ihren sehr klugen, sehr fleißigen Haushältern zu reden, dass man einen auswärtigen Haushalt nicht nur aus dem Einzelplan 05 sehen muss, sondern man muss, wie der Kollege Trittin das auch gemacht hat, sowohl im Jahr 2022 für die Frage, wie helfen wir im Bereich Ernährung, sehen, dass da eine Milliarde dazukommt für 23 und 5. Und genauso muss man sehen, dass wir Verstärkungsmittel nach der Planung der Bundesregierung im Einzelplan 60 in Höhe von 5 Milliarden Euro haben. Und wir werden uns auch da genau angucken, was lassen wir in dem Einzelplan 60, was kommt, weil wir es konkretisieren können, in den Einzelplanbereich 5. Wir werden uns anschauen, was bei der humanitären Hilfe notwendig ist, weil wir nicht genau wissen, was passiert. Deswegen, wenn wir Haushaltspolitik im Bereich des Einzelplanes 5 ernst nehmen, dann können wir nicht nur eine Bauchnabelschau betreiben, sondern dann müssen wir den gesamten Haushalt sehen und müssen insgesamt sehen, was wir machen. Denn es ist, wie wir immer wieder als FDP sagen, Defense, Diplomacy und Development Aid. Das sind die drei Ds, die wir immer insgesamt sehen. Darüber müssen wir in den Haushaltsberatungen reden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da am Ende ein noch mal besseres Ergebnis rauskommt. Immer jedoch ein besseres Ergebnis als das, was Sie ursprünglich in der Planung hatten. Meine Damen und Herren, zum nächsten Punkt. Ich will noch mal festhalten, die Planung im Haushalt wird so vorgelegt, dass die Eckpunkte vom Kabinett beschlossen werden. Dann werden sie von den jeweiligen Fachministerien aufgefüllt und die gehen so dann ins Kabinett und das Kabinett beschließt, wie auch hier, gemeinsam den Einzelplan. Das ist jetzt der Vorschlag, so wie er vom Fachministerium im Rahmen, in dem gesetzten Rahmen gemacht wird, wie es das Kabinett beschlossen hat. Die Details können wir dann ändern. Ich bin wahnsinnig gespannt darauf, welche Vorschläge kommen werden aus allen Richtungen. Ich will aber eines deutlich sagen. Ich habe als Hausherr gedacht, so, jetzt arbeite ich mich da ein, ich lese das durch, ich schaue die Entwicklungen an, ich schaue mir die Erläuterungen an und ich möchte aber jetzt auch mal wissen, wie ist das eigentlich in den einzelnen Ländern? Denn wir haben ja ausdrücklich im Koalitionsvertrag festgehalten, und das möchte ich den Koalitionären noch mal sagen, wir wollen eine Umstellung auf eine ziel- und wirkungsorientierte Haushaltsführung. Dazu muss ich aber erst mal wissen, was ich in das jeweilige Land an Leistungen gebe. Und diese Country Files, die habe ich nicht. Und da sage ich als Haushälter ganz deutlich, die will ich haben. Ich habe so das Gefühl, Frau Außenministerin, weil Sie ja auch gezeigt haben, dass Sie da, wo es notwendig ist, eine Ministerin der klaren Aussprache sind, dass ich da von Ihnen Unterstützung mit meiner Fraktion bekomme. Und ich hoffe, dass wir dann am Ende der Beratungen sagen können, es waren gute Haushaltsberatungen, aber wir haben Goethe in seinem Sonett berücksichtigt. In der Beschränkung zeigt sich der Meister. Herzlichen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun der Kollege Carsten Körber das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zum zweiten Mal in diesem Jahr starten wir in Haushaltsberatungen. Und auch die jetzigen Beratungen stehen ganz im Zeichen des Ukraine-Kriegs. Was die Ukrainer in diesem Krieg erleiden müssen, können wir uns wohl nur schwer vorstellen. Aber auch für den Rest der Welt und auch für uns sind die Folgen bereits spürbar, teils dramatisch, politisch, wirtschaftlich, aber auch gesellschaftlich. Und das wird sich, meine Vorredner hatten das auch schon erwähnt, das wird sich natürlich auf unsere Beratungen auswirken. Diese Haushaltsberatungen werden die schwierigsten Beratungen seit Jahrzehnten werden. Für die Folgen dieses Krieges, zum Beispiel die höchste Inflation seit 50 Jahren, die spürt mittlerweile jeder hier im Land, ob an der Kasse im Supermarkt oder an der Zapfsäule. Und noch dramatischer allerdings ist die Situation der Preisentwicklung bei Strom und Gas. Sparen ist also das Gebot der Stunde. Das gilt für alle, für Privatpersonen, für die Wirtschaft, aber auch für den Staat. Und diese Notwendigkeit macht auch vor dem Bundeshaushalt nicht Halt. Wer heute noch
einer expansiven, schuldenfinanzierten Ausgabenpolitik das Wort redet, der hatte wohl noch keine Gelegenheit, in den letzten Bericht des Bundesrechnungshofs einen Blick zu werfen. Der Rechnungshof kommt zu dem ernüchternden Ergebnis, dass die finanzielle Handlungsfähigkeit des Bundes massiv gefährdet ist. Die nötigen Schlussfolgerungen daraus können nur als mindestens einschneidend, wenn nicht sogar dramatisch, bezeichnet werden. Die Aufgabe ist klar, wir müssen uns zunehmend auf die verfassungsmäßigen Kernaufgaben des Bundes fokussieren. Und wir müssen, und da bin ich bei Ihnen, Frau Ministerin, Sie hatten das in Ihrer Rede auch erwähnt, wir müssen die Kraft haben, politisch zu priorisieren. Denn den Realitäten, wie sie der Rechnungshof benennt, müssen wir uns stellen. Diesen Realitäten muss diese Bundesregierung sich stellen. Das ist die haushaltspolitische Kernbotschaft dieser Tage. Und Finanzminister Lindner will mit diesem Haushaltsentwurf den richtigen Weg gehen. Und ich hoffe, dass ihn seine Mitkoalitionäre auch diesen Weg gehen lassen. Es ist richtig, mit diesem Haushalt den Versuch zu unternehmen, nach 3 Jahren wieder in die haushaltspolitische Realität zurückzukehren und die Schuldenregel einzuhalten. Und deshalb sehen Sie mich heute hier stehen, und ich erhebe keine Mehrforderungen. Ukraine-Krieg und abflauender Konjunktur zum Trotz verzeichnet ja der Staat gesamtstaatlich Rekordeinnahmen in diesem Jahr. Und da muss es auch der Ampelregierung in dieser schwierigen Situation möglich sein, die Schuldenbremse einzuhalten. Immerhin, man hat reagiert im BMF, und das sieht man auch am Einzelplan 05 des Auswärtigen Amtes. Dieser sinkt zum Vorjahresvergleich um ungefähr 10%. Das ist der gleiche Prozentsatz, in dem der 23er Haushalt insgesamt auch sinkt. Und eine Hoffnung für das Auswärtige Amt, Frau Ministerin, ist natürlich in dieser Situation noch der Einzelplan 60. Dort hat der BMF 5 Milliarden eingestellt zur Deckung eventueller Mehrbedarfe in den Einzelplänen. Frau Schulze hat fürs BMZ da schon die Hand gehoben, dass sie dafür was benötigt. Und trotzdem muss ich die Vorgehensweise des BMF an dieser Stelle kritisieren. Mit Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit hat das nichts zu tun. Ich würde mir wünschen, dass in den Haushaltsberatungen so viel wie möglich aus dem Einzelplan 60 konkret in die Einzelpläne geht, damit der Haushalt nicht an Aussagekraft verliert. Und es ist bemerkenswert, wirklich außerordentlich bemerkenswert für mich, dass eben die Bundesregierung im Einzelplan 5 ausgerechnet im Bereich der humanitären Hilfe kürzt, von 2,5 Milliarden ungefähr auf 2 Milliarden. Das sind 20% weniger. Genau dort, wo ja in der aktuellen Situation die Not am größten ist. Aber dort ist eben auch die Chance am größten, im parlamentarischen Verfahren einen Aufwuchs zu bekommen. Dieses Spiel ist natürlich durchschaubar und hat mit seriöser Haushaltspolitik nicht viel zu tun. Zwei Punkte möchte ich noch ansprechen. Und lieber Otto, da sind wir gar nicht so weit auseinander. Zum einen möchte ich mal feststellen, dass das Personal an unseren Auslandsvertretungen ohne jeden Zweifel immer die bestmöglichen Arbeitsbedingungen vorfinden muss. Da gibt es wohl im Haus keinen Zweifel drüber. Aber ich glaube, wir sollten die Frage diskutieren, ob es denn immer zwingend nötig ist, dass zum Beispiel die Botschaftsgebäude in Chile oder in Norwegen immer nach deutschem Standard geplant und gebaut werden müssen. Hier sind sicherlich Einsparpotenziale zu heben. Und als letzten Punkt, der mir wirklich am Herzen liegt, und Otto, du hast es angesprochen, ich hoffe, dass wir in diesen Haushaltsverhandlungen endlich beim Thema Länderdatenbank auf Knopfdruck einen Schritt weiterkommen. Das ist ein Thema, das beschäftigt uns schon lang. Ich habe den Eindruck, dass das Auswärtige Amt das will, dass das Auswärtige Amt auch in der Lage ist, das zu tun. Das BMZ hat in den letzten Jahren bewiesen, dass sie nicht in der Lage sind. Ich hoffe hier, dass wir das ins Ziel bekommen. Und ich freue mich auf spannende und herausfordernde Beratungen in den nächsten Wochen. Vielen Dank.
Einen schönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch von meiner Seite und auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Tribünen. Wir fahren fort in der Debatte mit dem letzten Redner, dem Jörg Nürnberger, SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, zum Abschluss der Debatte über diesen Einzelplan möchte ich noch einmal den Fokus auf Europa legen. Als junger Student habe ich in meiner oberfränkischen Heimat die erste Zeitenwende in meinem Leben erlebt. Am Morgen des 10. November 1989 waberten die Schwaden von Trabi-Abgasen durch Bayreuth, Tausende von Gästen aus Sachsen und Thüringen unternahmen eine erste Erkundungsfahrt nach Bayern. Die Euphorie und die Erwartungen an die Zukunft waren riesig groß. In der Folge gelang es, in weniger als in einem Jahr die deutsche Einheit wiederherzustellen, in den Staaten Mittel- und Osteuropas demokratische Reformen durchzuführen und viele dieser Länder in die Europäische Union aufzunehmen, weil die EU neben der NATO als Garant für Sicherheit ganz besonders als Garant für Wohlstand gesehen wurde. Auch für mich persönlich war diese Zeitenwende ein großer Gewinn. Ich konnte mich als deutscher Anwalt auch in Tschechien und Österreich niederlassen. Wir konnten im Jahr 2004, im Jahr des EU-Beitritts, heiraten, eine binationale Familie gründen. Wir können problemlos in zwei Staaten leben. Und wenn unsere Kinder heute in der tschechischen Volkszählung zu ihrer Nationalität befragt werden, geben sie ganz verständlich, selbstverständlich an, tschechisch, deutsch und europäisch. Die zweite Zeitenwende in meinem Leben durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bedroht jetzt all das, was in den letzten 30 Jahren seit dem Fall des Eisernen Vorhangs in Europa erreicht wurde. Wohlstand, Demokratie, Pluralität und das gemeinsame System der Sicherheit. Und am Ende bedroht es den Zusammenhalt in Europa. Man kommt gar nicht umhin, es wieder zu sagen. Wir befinden uns in extrem schwierigen Zeiten. Bundeskanzler Olaf Scholz hat in seiner Rede an der Karls-Universität in Prag am Montag vor einer Woche zu Recht darauf hingewiesen, dass Europa ein nach innen gerichteter Friedensprojekt ist. Gerade der schreckliche Ukraine-Krieg führt uns vor Augen, wie wichtig unser gemeinsames Friedensprojekt tatsächlich ist. Zu den wichtigsten Schlussfolgerungen, die aus dieser zweiten Zeitenwende folgen, gehören die für uns alle existenziell wichtigen gemeinsamen Anstrengungen auf dem Gebiet der Sicherheits- und Verteidigungspolitik in Europa, die wir weiter verstärken und ausbauen wollen. Hierzu gehört selbstverständlich nicht allein der Einzelplan 05 mit seinen knapp 6,4 Milliarden Euro, sondern weit mehr. Europa ist eine Querschnittsaufgabe, die sich in vielen Einzelplänen des Haushalts wiederfindet. Im Bereich der Sicherheits- und Verteidigungspolitik ermöglicht uns vor allem das Sondervermögen für die Bundeswehr, unseren deutschen und damit den europäischen Anteil innerhalb der NATO zu stärken und unseren Beitrag zu den Verteidigungsanstrengungen der EU zu leisten. Entscheidend für uns ist heute mehr denn je eine engere Kooperation, um diese gemeinsamen Verteidigungsanstrengungen zu optimieren. Dazu gehört auch eine intensive Zusammenarbeit der europäischen Rüstungsindustrien und gemeinsame Beschaffungen von Rüstungsgütern. EU und NATO werden sich hierbei ergänzen und keine Doppelstrukturen schaffen. Wir benötigen ein eigenständiges Gremium auf Ebene der EU, einen Rat der EU-Verteidigungsministerinnen. Wir brauchen ebenfalls eine schnelle EU-Eingreiftruppe bis 2025, die wie von uns angeboten auch von Deutschland geführt werden kann. Aber all das muss parallel durch einen Prozess innerer Reformen der EU begleitet werden. Nur so kann künftig die optimale Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit der Europäischen Union sichergestellt werden. Olaf Scholz hat gesagt, Form follows Function. Auch dieser Grundsatz, der aus der Architektur stammt, hat hier seine Berechtigung. Soweit es notwendig ist, werden wir mit unseren Partnern auch über die Änderung der europäischen Verträge reden. Angesichts der anstehenden Erweiterungen ist das besonders dringlich. Die angestrebte Wahlrechtsreform der EU gehört dazu, wobei zunächst die Ratifizierung der schon 2018 beschlossenen Änderungen sinnvoll ist. Wir sehen das als Grundlage für eine künftige Umsetzung weitergehender Änderungen auf der Basis des Beschlusses des Europäischen Parlaments vom Mai diesen Jahres. Vor allem wird es in einer erweiterten EU noch stärker darauf ankommen, dass wir strukturell und von unseren Regeln her entscheidungs- und politikfähig sind. Wir setzen uns für mehr Mehrheitsentscheidungen ein. Und wir setzen uns dafür ein, dass die Rechtsstaatlichkeit in allen europäischen Ländern eine der wesentlichen Eigenschaften ist, die von allen einzuhalten sein wird. Dringend notwendig ist aus unserer Sicht für die Funktionsfähigkeit von Europa als Ganzem
auch eine Beschleunigung des Beitrittsprozesses für die Staaten aus des Westbalkans. Wir dürfen diese Menschen und diese Staaten nicht enttäuschen. Die haben große Erwartungen, ähnlich wie die Erwartungen der Menschen 1989, 1990 in Ostmitteleuropa. Gemeinsam sind wir stärker. Darum haben wir der Ukraine und Moldau aus guten Gründen den EU-Kandidatenstatus zuerkannt. Für uns bleibt klar, wir müssen und wir werden Europa stark machen. Wir brauchen eine Stärkung in allen Bereichen, von der Energie- und der Wirtschaftspolitik bis zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Nur mit den von mir beschriebenen Maßnahmen wird es uns damit gelingen, die EU weiterhin als Garant von Sicherheit und Wohlstand zu etablieren. Nur eine solche EU ist und bleibt auch künftig attraktiv für die beitrittswilligen Staaten und deren Menschen. Und zwar als freiheitlicher und demokratischer Gegenentwurf zu den autoritär geführten Staaten wie Belarus, Russland oder China. Mit einer gestärkten und erweiterten EU können wir den Autokraten die Stirn bieten und geben damit letztlich nicht nur meinen Kindern, sondern allen anderen Kindern in Europa die Chance, die europäischen Errungenschaften weiterhin genauso zu nutzen, wie es mir und meiner Generation nach 1989 bis heute möglich war. Wir als Sozialdemokratinnen, und ich denke, ich darf das auch für die Ampelkoalition sagen und hoffentlich auch für die anderen demokratischen Fraktionen in diesem Haus, möchten diesen gemeinsamen europäischen Weg auch weiterhin mit vollem Engagement gehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Wortmeldungen zu diesem Einzelplan liegen nicht vor. Dann gehen wir gleich weiter in der Debatte und wir kommen zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung. Und das Wort hierzu hat als erste Rednerin die Bundesministerin Christine Lambrecht.